Im heutigen Markeflüster geht es um die Aktienmärkte, um das Coronavirus und um die Fed. Und es gibt viel zu erzählen, deswegen gleich in Medias Res. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Fangen wir vielleicht mal mit dem Coronavirus an. Da gibt es ja neue Entwicklungen. Wir sehen, dass British Airways, Lufthansa, viele andere haben erstmal ihre Flüge nach China insgesamt eingestellt, zumindest befristet erstmal eingestellt. Wir sehen, dass Provinzen wie Anhui erstmal gesagt haben, bis 9. Februar werden wir alles dicht machen. Hubei, die Provinz, in der Wuhan liegt, wird erstmal alle Firmen dicht machen bis zum 13. Februar. Und schauen wir uns mal noch ein paar interessante Fakten an zu dieser ganzen Story. Inzwischen, und das macht den Unterschied zum SARS-Virus 2002, 2003 aus, ist China eben knapp 17% der Weltwirtschaft. Und wenn da ein Teil, ein nicht unerheblicher Teil ausfällt, dann macht das durchaus was aus. Wir sehen 2002, 2003 war es etwa 4%, also deutlich weniger. Schauen wir uns mal die ökonomischen Auswirkungen auf die Länder an, auf die einzelnen Länder. Hier die Top-Länder, in die China exportiert, und die Top-Länder, aus denen China Importe bezieht. Da ist an erster Stelle, was die Importe in China betrifft, also diejenigen Länder, die nach China exportieren. Da sehen wir an erster Stelle Südkorea, das am meisten wahrscheinlich dann wirtschaftlich getroffen ist, mit knapp über 200 Milliarden. Dann kommt Japan, dann kommt Taiwan, dann die Vereinigten Staaten und dann in Deutschland. Deutschland mit 106 Milliarden ist also ganz gut dabei. Wir sehen also, dass die Geschichte hier durchaus dann eben für diese angesprochenen Länder eine gewisse Rolle spielen dürfte. Schauen wir uns mal auch hier diese Dinge an. Zunächst mal hat jetzt die Weltgesundheitsorganisation WHO gesagt, wir werden morgen nochmal eine neue Sitzung machen und entscheiden, ob wir diesen Emergency ausrufen, also den Notstand. Das könnte dann wiederum weitere Folgewirkungen haben, muss man abwarten, ob das morgen passiert. Nun gibt es Modellberechnungen der sogenannten geometrischen Progression. Und hier wird modelliert, dass, wenn die ganze Geschichte so weitergeht, dann wären wir nächsten Montag bei 80.000 Infizierten und möglicherweise 20. Februar bei 138 Millionen Infizierten in China. Das wären natürlich gigantische Zahlen, aber es erklärt vielleicht ein bisschen, warum die Chinesen solche Maßnahmen ergreifen. Im Grunde das komplette öffentliche Leben, Firmen etc. etc. stillgelegt sind. Also da ist doch einiges, um das es hier geht. Und das ist eben auch der Unterschied. Beim SARS-Virus waren die ökonomischen Auswirkungen in China selbst deutlich geringer. Und damals eben, wie gezeigt, war China einfach weniger bedeutend. Kommen wir zu den Märkten. Da haben wir heute Interessantes gehabt, also zu den Aktienmärkten von Boeing. Das Unternehmen einen massiven Verlust eingefahren für das Gesamtjahr. Erste Mal seit 1997, alles enttäuscht. Umsatz, Gewinn, da hat man eher Verlust gemacht. Umsatz deutlich schwächer. Man wird die 787-Produktion kürzen. Und vor allem der Boeing-Chef hat gesagt, ja, die 737 Max, die ist ja eigentlich das sicherste Flugzeug der Welt. Genau, da empfehle ich ja mal, vielleicht fliegen dann die Amerikaner, die Amerikaner in Wuhan aus, fliegen dann mit der 737 Max hin, machen ein bisschen Party in Wuhan, essen ein bisschen was vielleicht auf dem Markt in Wuhan und fliegen dann über den iranischen Luftraum wieder zurück. Das wäre doch mal eine todsichere Idee, oder? Also das wäre mal vielleicht ein toller Vorschlag, weil es halt so sicher ist. Und die Aktie von Boeing bei so solchen Zahlen sogar im Plus. Wer das versteht, versteht vielleicht auch, warum die Amerikaner diese Aktie scheinbar nicht fallen lassen wollen. Wenn Airbus so etwas berichtet hätte, dann wäre die Aktie wahrscheinlich erstmal vom Handel ausgesetzt werden. Es ist einfach unglaublich. Schauen wir uns dann hier diese noch an. Apple hat heute den gesamten DAX überholt in Sachen Marktkapitalisierung. Nun hat Volkswagen etwa so viel Umsatz wie Apple. Das heißt, ein einziger, natürlich auch der größte, umsatzstärkste DAX-Konzern hat genauso viel Umsatz wie Apple, aber Apple ist so viel wert wie alle DAX 30 Unternehmen zusammen, und das, obwohl der Dienstleistungssektor, der Servicebereich bei Apple, doch enttäuscht hat mit dem Wachstum. Aber es ist halt möglich. Wir sehen dann, dass hier Interessantes von Donald Trump wiederkommt, nachdem John Bolton wohl aussagen wird. Ich hatte das heute Morgen schon berichtet, dass die Republikaner nicht genug Stimmen haben, um die Zeugenaussage von John Bolton zu verhindern. Und dann hat Donald Trump gleich eine Twitter-Salve rausgehauen und gesagt, ja, der Typ hat ja nicht mal bei den Vereinten Nationen einen Posten bekommen. Und
überhaupt kann der ja gar nichts. Dann stellt man sich natürlich die Frage, warum hat Trump ihn dann berufen, wenn er gar nichts kann? Also die typische Art und Weise, wie Trump hier gegen Leute vorgeht, die seine Regierung verlassen, da wird dann ein bisschen mit Schmutz geworfen und stellt sich die Frage, warum diese Person dann eigentlich von Trump ausgewählt wurde. Und es ist immer wieder das Gleiche. Jetzt sagte Donald Trump wieder mit einer Twitter-Salve auch gegen die Demokraten, das ist alles wieder ein Hoax. Also eine Hexenjagd, das ist vielleicht ein kleiner schwarzer Schwan, wenn da etwas kommt, womit die Märkte nicht rechnen. Denn John Bolton wird sehr, sehr vieles wissen. Wir haben dann noch die Zahlen heute von Facebook, 22.05 Uhr. Wir haben die Zahlen von Microsoft, 22.10 Uhr. Facebook werden wir bringen auf Finanzmarktwelt. Microsoft wissen wir noch nicht, ob wir das schaffen. Und dann um 5.11 Uhr. 22.55 Uhr, die Zahlen von Tesla kann sich verspäten, weil Elon Musk sich gerne verspätet, vor allem wenn die Zahlen nicht so toll sind. Und wir haben natürlich um 20 Uhr die FED-Sitzung und wir sehen, dass hier die FED, und das ist die Erwartung der Märkte, naja, irgendwie so ein Sicherheitsnetz in Sachen Coronavirus spannt. Ja, wenn die ökonomischen Auswirkungen gravierender werden, dann würden wir da so ein Sicherheitsnetz drunter legen. Hier hatte Jim Bianco hervorragendes Gesagte zur FED, der sagt, ja, okay, was heute passieren wird, ist, dass wahrscheinlich die FED den IOER anheben wird. Das ist der Zinssatz für die überschüssigen Reserven der Banken, nämlich auf 1,60%. Und er sagt, das Problem ist, dass eigentlich wir es hier beim Repo-Markt mit einem Kreditmarkt zu tun haben. Und es sollte eigentlich die Kreditwürdigkeit eine Rolle spielen. Je weniger kreditwürdig, umso höher der Zins, den man berappen muss. Und die FED sollte eben sicherlich die Liquidität da zur Verfügung stellen, aber eben versuchen, den Markt auch Markt sein zu lassen und hier zu differenzieren zwischen eben besserer Bonität und schlechterer Bonität. Und statt hier Moral Hazard zu schüren, also moralisches, unmoralisches Verhalten an den Märkten. Bill Dudley hat heute interessanterweise gesagt, der ehemalige New York Fed-Chef, dass er also da keinen Zusammenhang sieht zwischen der Fed-Bilanzsumme und den Aktienmärkten. Ich hatte in den letzten Wochen immer wieder gezeigt, dass es da wohl einen zumindest empirisch sehr, sehr klaren Beleg dafür gibt, dass es da einen Zusammenhang gibt. Wenn die Bilanzsumme geschrumpft ist, sind die Aktienmärkte zurückgekommen. Wenn die Bilanzsumme gestiegen sind, sind die Aktienmärkte gestiegen, simple as it is. Schauen wir uns die Charts an. Hier sehen wir den Nasdaq 100. Wir sehen, da war man zunächst kurz vor Börseneröffnung, vor Kassaeröffnung an der Wall Street ein bisschen euphorisch, die Charts von Capital.com, bevor ich es vergesse. Und wir sehen, hier ging es dann zunächst mal runter. Dann aber die Erholung, die Fed hat heute, glaube ich, 46 Milliarden nur in den Markt gepumpt. Jetzt sind wir beim Nasdaq 9125. Wir sind natürlich hier unterstützt durch Apple. Weniger robust ist der Dow Jones. Boeing, wie gesagt, im Plus. Aber wir hatten eben heute auch die eine oder andere Enttäuschung, was die US-Berichtssaison betrifft. Wir sind beim Dow, nee, das ist der S&P 500, sorry, 3288. Und beim Dow Jones sind wir bei 28.855. Aber schauen wir uns den DAX an, was macht denn der aus der ganzen Geschichte? Nicht so wahnsinnig viel, 13.352. Wir laufen seitwärts, da tut sich nicht so wahnsinnig viel. Wir haben Gold, das sich ein bisschen stabilisieren kann, 1570. Und Crude Oil, das steht bei 53,24. Da gab es heute zwischenzeitlich einen Bericht, dass eine Missile-Attacke der Houthis auf Saudi-Arabien stattgefunden habe. Hat man seitdem nichts mehr davon gehört? Vielleicht ist das der Fall, vielleicht ist es nicht der Fall. Der Ölpreis stieg kurz mal ein bisschen, kam dann aber wieder zurück. Heute die Fed, wird natürlich interessant sein. Wird sie den Märkten so eine Art Sicherheitsnetz versprechen? Was sagt sie zum Repo-Markt? Wie schätzt sie die ökonomische Lage der USA und vor allem die Folgewirkungen des Coronavirus ein? Und dann haben wir natürlich noch die Berichte von Microsoft, Facebook und Tesla, die allesamt sehr, sehr wichtig werden, weil vor allem Microsoft natürlich ein absolutes Schwergewicht ist, ähnlich wie Apple, weil Facebook ein Schwergewicht ist und Tesla ist natürlich so ein bisschen der Fahnenstangenchart, wo die beste aller möglichen Zukunften eigentlich eingepreist ist, aber gilt das nicht für den gesamten amerikanischen Aktienmarkt? Man hat so ein bisschen das Gefühl, sei es drum, seien Sie dabei heute 20 Uhr die fette Sitzung, da bringen wir das Statement. Schauen mal, was damit alles so gemeint ist und um 20.30 Uhr dann werde ich persönlich dann das Fett, die Aussagen von Jerome Powell protokollieren für Sie und auch aufschlüsseln, was meint der Kerl eigentlich, wenn er das und das sagt. Also jetzt erstmal einen schönen Feierabend, ich sage Servus und Ciao.